Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, Gott ist auf der Suche, Gott will retten. In 1. Mose Kapitel 16, Vers 6 heißt es, und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte von Sarai, meine Herren, ich bin auf der Flucht vor ihr. Gott ist auf der Suche. Jesus sagt einmal, er ist der gute Hirte und er sucht das Verlorene. Genau das wird hier deutlich. Was haben die nicht alles angerichtet? So viel Leid, so viel Durcheinander, so viel hatten sie nicht bedacht. Da war zuallererst mal der Schmerz darüber, dass Sarai keine Kinder kriegen konnte. Ja, der unerfüllte Kinderwunsch von Abraham und Sarai. Dann die Spannung mit der Verheißung, irgendwie zu sehen, die anderen haben Kinder, sie hat sie nicht und so weiter. Das hat sie wirklich mitgenommen und das hat gegärt in ihr über diesen langen Zeitraum. Da war auf der anderen Seite Abraham, der immer wieder mit sich ringen und gerungen hat. Er, der doch die Verheißungen hat, der so wohlhabend geworden ist, der schon seinen Nachlass nun mehr oder weniger regelt, aus Verantwortung auch darüber, was er nun mal als Besitz bekommen hat. Und Gott kommt da hinein und spricht, du wirst Nachkommen haben, aber dann passiert nichts. Und dann ist da Hagar, die irgendwie in diese Geschichte hineingezogen wird als Leihmutter. Und auch sie verhält sich dann sehr, sehr seltsam und ja, fast verständlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch irgendwie sehr demütigend wiederum für Sarai, weil sie eben sich da stolz vorkommt. Schau, ich habe den Erben gezeugt und so weiter. Und all das dreht sich dann, die Enttäuschung und Verletzung und gegenseitige Missachtung, Stolz, Hochmut oder was auch immer. Was wir hier sehen ist, wie sehr der Mensch sich doch auch anstrengt, wie sehr der Mensch sich auch bemüht. Am Ende stehen wir oft vor dem Mangel unserer Erkenntnis, vor dem Mangel unserer Weitsicht, vor dem Mangel unseres Egoismus. Wir haben es nur gut gemeint und doch stellen wir fest, es ist ganz schräg angekommen, so haben wir uns das nicht vorgestellt und so weiter. Die Absichten waren sicherlich nicht verkehrt von Sarai und von Abraham, aber das Ergebnis war sehr mangelhaft. Was die Bibel uns hier lehrt, ist, dass die Gedanken Gottes doch so viel höher sind als unsere menschlichen Überlegungen, Emotionen und Spontanitäten und so weiter, sondern da ist ein Gott, der als ein weiser und unfassbar in sich geschlossener und majestätischer Gott über alles thront, der in seiner Kapazität nicht nur uns übertrifft, sondern der grenzenlos Erfahrung und grenzenlos in seiner Macht und Herrlichkeit ist. Und dieser Gott spricht dann nun hinein. Und wie schwer fällt es uns, schon in den kleinsten Dingen ihm zu vertrauen. Das ist doch erstaunlich. Wir haben mit Gott zu tun und sagen immer, ja, die großen Fragen soll er uns beantworten. Aber selbst bei den kleinen Dingen fällt es uns schon schwer, ihm zu vertrauen und zu glauben. Ein wunderbarer Gott, der sich offenbart in Jesus Christus, uns Menschen zu suchen und zu retten. Und genau das wird hier nämlich deutlich. Wie viele Kriege, wie viele Konflikte, wie viel Leid hätte schon verhindert werden können, wenn so einfache Dinge, in Anführungsstrichen einfache Dinge, wir umsetzen würden. Vergebung. Anderen zu vergeben, sagt Jesus. Er fängt damit an und sagt, lass es doch durchbrechen in deinem Leben, bei deinen Nächsten. Geben ist seliger als nehmen. Wie viel mehr Leid könnte auf dieser Welt letztendlich verhindert werden, wenn wir und gerade denen, denen viel anvertraut ist, dass sie auch entsprechend viel geben. Zu geben, zu segnen und so weiter. Aber wir merken, da kommen sofort unsere menschlichen Bedenken, unsere Gedanken, ja, was wäre dann aber und so weiter. So viele Dinge, die dann sofort innerlich irgendwie uns aufwühlen. Aber wir sehen dann hier Hagar, die fliehen muss, die es nicht mehr aushält mit Sarai und die dann weggeht. Und sie wie verloren ist mit ihrem Sohn Ismael und Gott geht ihr nach. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Wir Menschen, wir tun es manchmal richtig versaubeuteln. Wir kriegen es nicht hin. Und am Ende ist der Konflikt da. Die Familie, das ist alles auseinandergebrochen, alles kaputt. Und es ist gar nicht wiederherstellbar. Und wir wissen gar nicht, wie geht das jetzt weiter. Beziehungen zerstört und so weiter. Aber Gott
geht ihr nach. Und das ist so erstaunlich. Gott geht uns Menschen nach. Das ist sein Wesen. Er sucht das Verlorene. Der Engel Gottes, er sucht Hagar. Hat sie es verdient? Nein, auch sie hat sich falsch verhalten. Und doch will Gott wiederherstellen. Doch will Gott die Dinge auf seine Weise, in seiner Gnade wieder in Ordnung bringen. Und so fragt er, wo kommst du denn her? Wo gehst du hin? Das ist eine gute Frage auch in unserem Leben. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist unser Ursprung? Was ist unser Ziel? Und sie sagt es und sie schüttet ihr Herz aus. Sie ist voll Kummer. Und hier sehen wir das Herz Gottes. In Jesus Christus ist er jedem Menschen nachgegangen. Er ist auf diese Erde gekommen. Wir stehen kurz vor dem ersten Advent. Es ist diese Botschaft, diese Ankunft des Retters. Und er will anklopfen in unserem Herzen, egal wo wir gerade stehen. Hagar antwortet, was es nun mal mit sich bringt, wie die Situation ist. Sie ist ehrlich vor Gott. Und das sollten wir auch tun. Ehrlich vor Gott zu sein, zu sagen, sprich in mein Leben. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was war und was wird sein? Gott, sprich da hinein, deine Wahrheit. Rette mich, hilf mir, stell wieder her. Und in seiner Gnade tut Gott das sehr, sehr gern. Das möchte ich uns mitgeben in diesem Tag. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen wieder.